also wir werden wahrscheinlich jetzt eh das Auto wechseln müssen. Ich werde auf mein A-Auto gehen. Auf den Eclipse, der ja. Ja, austauschen, bitte. So, spielen. Ja, der sieht halt ziemlich nach Serie aus, aber das ist jetzt nicht wild. Wir brauchen. Es geht ein bisschen ums Auto, um das Ding an sich. So. 1500 Dollar haben wir gewonnen, na, immerhin. Was haben wir denn hier noch so an Rennen? Wir haben noch mal hier die schwere 8. Die können wir noch mal fahren, dann hätten wir wieder die 18. Das machen wir auch, wenn ich ehrlich bin. Ja, müssen wir halt, fahren wir halt Rennen mehrmals. Das ist halt leider so. Um halt Geld zu spammen. Ich wollte nur sagen, auch wenn es sich anfühlt, als wärst du allein hinterm Steuer. Ich stehe hinter dir. Zeigen wir dem Lake, dass diese Crew keinem Kampf ausweicht. Danke, Ryder. Und selbst wenn wir verlieren, wir haben immer noch uns. Die Werkstatt ist dein Zuhause. Ich weiß. Und das des Opossums. Denk an das Opossum. Alle Einheiten, wir haben hier einen Racer. Ich weiß immer, was du meinst. Ich gebe nur ein bisschen Gas hier gerade. Ja, liebe Leute, weiter geht's. Heute mit Liefer-Speedern bauen oder jetzt mit Liefer-Speedern bauen. Natürlich mit dem nächsten Rennen. Die schwere 8. Ja, es ist halt leider so, das haben wir, glaube ich, vor 2-3 Folgen schon mal gefahren, das Rennen. Liga, Hilfe. Aber es hat halt seine Gründe, warum ich Dinge mehrmals fahre. Es gibt halt, obwohl wir sind immer 12.000 pro Rennen und wir brauchen halt Kohle, Kohle, Kohle. So, na dann. Ja, nehmen Justicia. Ernsthaft jetzt? Ich werde jetzt gerade von drei Leuten überholt. Oder wurde gerade von drei Leuten überholt. Ah, oh, Mann. So, den habe ich jetzt erstmal ausgeschaltet, aber ich muss hier vorne mal die vier Konsorten hier vor mir wegschalten. Also der Obi führt das Rennen an. Obi hat ein bisschen was Vorsprung, ne? So, ich gehe jetzt mal auf die andere Linie. Die hat mir beim letzten Mal aus mich den Sieg gesichert. So, jetzt müssen wir den Führenden fangen. Der allerdings gerade ein bisschen weit weg ist. Das heißt, er macht jetzt nochmal einen dicken Fehler. Aber leider wird das wohl nichts, weil... Nee, das gewinnt ab. Da ist nichts zu wach gewesen. Den habe ich... Wie gesagt, ist er denn? Ja, nee, er wird nicht.
Schade. Aber die keine Fehler einbauen. Und ich habe mich zu sehr mit den anderen beschäftigt. Probieren wir es halt nochmal. Na, das ist gut. Ja, voll witzig. Das geht gar nicht, Ich muss jetzt mal die 2 da vorne fangen. Oder 2. Den Fehler hätte ich immer. Aber wir haben zumindest mal die. Also zumindest hat Obi mal einen Fehler eingebaut. Das haben wir jetzt mein Auto gespammt. Gespawnt. Ach, warum? Hau ab jetzt endlich da vorne. Mach dir davor nicht so gemütlich. So, ich jag jetzt schön mal im Windschatten hinterher. Wow, Alter. Das muss aber kein, das war jetzt keine Absicht. Ich muss jetzt genauso wie er dem Krankenwagen ausweichen im Drift. Das ist halt total scheiße. Aber wir führen. Wir führen das Rennen an. Du schießt ja. Du siehst sie ja, kommt da perfekt durch. Aber wir haben dann im dritten Versuch, den zweiten Versuch haben wir das Rennen gewonnen. Wieder im zweiten Versuch, wie im letzten Mal schon. Bei dem zweiten Out. Ne, da war es im dritten geschafft. So, Aufgabe jedenfalls erledigt. Die Kohle rausgeholt. Wow, plus 2. Wie läuft Speedy? Rydell scheint heute besonders gut drauf zu sein. Er ist begeistert. Die Werkstatt macht sich einen Namen. Nein! Oha. Die Werkstatt bringt Moneten. Wenn du willst, dass Rydell begeistert bleibt, zieh los und verdien mehr davon. So. Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen anders fahren, weil ich habe überall gerade Kopf an der Backe. Wir sind schon wieder bei 2 Sterne. Ich habe die Karre noch getauscht. So, das ist ja schon wieder der nächste. Alter, was ist hier los? Das war mir fast klar. Wenn er mein Auto ausweichen musste, den mal. Wenn er mein Auto ausweicht, dann kommt der nächste direkt an die Backe. Ja, jedenfalls haben wir die Kohle, ein bisschen Kohle zusammen gesammelt. Jetzt, ich werde die Kohle kurz safen. Nicht, dass wir irgendwas verlieren heute Nacht noch. Schade, dass die Auto ist, dass das Geld nicht an die Höhe der Sonnenwende angepasst wird.
Sprich, hast du ein Fahrt Level plus 2, gewinnst du quasi mehr oder weniger 8 das Doppelte. Und so weiter und so fort. Ich glaube, es war hieß nicht genauso. Haben wir nicht auch da irgendwie gesagt, hier von wegen. So, aber wir haben wieder Geld. Wir haben jetzt 25.000, was haben wir jetzt auf der Hand? Ne, 19.2, alles klar. Ja, wir können leider nicht, ich weiß gar nicht, das reicht für die Qualifikation. Wir müssen selber die 50.000 rauskriegen. So, gucken wir mal, was wir hier noch haben. Windiger City Sprint, den haben wir auch schon mal gefahren, das weiß ich. B, ja, plus. Wir brauchen B-Fahrzeug, okay, wir können leider keine B-Filmens fahren. Was haben wir hier oben? Style it out, das haben wir ja schon gefahren, das Ding. Speed Trend 0, aber Mazda X8. Skyline Sprint. Start geht 16.000. Ich überlege gerade, ob wir nicht das einfach mal suchen. Und das Auto safen. Und dann können wir nämlich versuchen, das Geld Auto wieder zu Geld zu machen. Jetzt sei denn, der ist nicht still, wenn er natürlich. Wir gucken uns das Ding zumindest mal an. Ich habe ja ein Auto, was die noch in der Stufe ist. Aber 16.000 ist natürlich viel, viel Geld, ne? Aber das Auto natürlich mir die das zumindest mal eine Eventklasse bringt, kann ich ein Auto verkaufen. Ja, aber die will ich eigentlich nicht. Ich will eigentlich wahrscheinlich nie. Ja, gucken wir mal einfach, was Sache ist. Hey Speedy, wie steht's? Bin auf dem Sprung. Wo warst du? Hab dich lange nicht in der Werkstatt gesehen. Ich bin geschäftig, Speedy. Suche mehr geöffnete Türen für dich. Ach ja? Was für Türen? Solche, durch die du Rennen gewinnst. Die Türen mag ich. Ich weiß. Wir sehen uns. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann wieder bei Need for Speed Unbound.